Hallo zurück beim Landwirtschaftssimulator. Ich war letzte Folge dabei, hier das Feld zu bereinigen vom Stroh. Unser Dienst da, wie heißt du denn? Mähdrescher, war fertig. So dass wir im Moment keine Helfer mehr beschäftigen. Wir haben außerdem in der letzten Folge Bäume gefällt, mega effektiv, schnell und unkompliziert. Schau da unbedingt mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe. Ja, diese Folge wird mir hier das Stroh voll entfernen, dann einen Helfer beauftragen, der uns das Feld grubbert, und wir werden uns um das Holzverladen kümmern, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Unsere Mitarbeiter kosten nämlich einiges und wir haben noch 145.000 Schulden oder so. Ja. Darf ich nicht aus dem Auge verlieren. Deshalb nehme ich auch jeden Euro, den ich kriegen kann, mit. Zum Beispiel über dieses Stroh. Das bringt uns nämlich auch ein bisschen Geld. Nicht viel, aber immerhin ein paar tausend. Vielleicht steigt ja auch der Preis gerade, dann haben wir auch noch Glück gehabt. Auf jeden Fall lassen wir das nicht verkommen auf der Wiese, auf dem Feld. Und wir nutzen jede Möglichkeit, Geld zu machen. So muss das sein am Anfang, ja. Ja, schon wieder voll. So. Abladen fahren. In unseren Strohbunker. Sagt, ich darf hier nicht ableiten. Hier darf ich. Also, raus damit. So, 1300 nochmal. Das letzte Mal haben wir auch knapp über 1300 gekriegt. Ja, es sind schon mal 2600. Ich glaube, was haben wir denn damit jetzt bezahlt? Das Gewicht. Das Gewicht und die Kettensäge. Ne? Hallo. Warum denn nicht? Jetzt habe ich bestimmt eine Hälfte vergessen. Oder? Ne, der hat sogar alles mitgenommen. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, ist die Animation der Maschinen. Wie krass das gemacht ist. Guckt euch mal hin, guckt mal hin, was der Ladewagen macht. Ja. Ist das nicht genial? Also, ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, als ich das erste Mal gesehen habe. Und auch die Mähdrescher oder Erntemaschinen, wie gut die arbeiten und wie toll das gemacht ist. Also, riesen Lob an die Entwickler. Finde ich klasse und auch realistisch einfach. Ja? Oder dass der Traktor, wenn der Frontlader oben ist, mega schnell umkippt. Ja? Das ist einfach Physik, die realistisch ist und im echten Leben so auch passieren kann. Ja, das ist nicht, irgendwie, ups, doof gefaked. Ich verstand die nicht. Musste immer ein bisschen gucken, dass der immer weniger Schlangenlinie fährt. Das ist nicht irgendwie gefaked, so dass du das Gefühl hast, boah, voll unrealistisch. Nein, es ist wirklich total realistisch.
Und deshalb finde ich das auch so krass und gut, das Spiel. Da kann man ein bisschen was lernen. Also, einen jungen Landwirt, ja, die haben meistens schon ja, ein paar hundert Kilometer schwarz auf dem Buckel. Dürfen sie ja auf Privatgelände und Feldern, glaube ich. Aber es ist einfach cool gemacht. Und natürlich vergessen wir manchmal auch wieder was. So, wir wollen natürlich auch diese Folge wieder etwas Holz schibbern. Deshalb hoffe ich, dass ich hier schnell vorankomme. Es kann durchaus auch mal passieren, dass ich den Spielstand hier im Multiplayer spiele und jemanden mit dazu einlade. Kann passieren, muss aber nicht. Ja, das sieht man dann. Wird auch ziemlich spontan sein, also entweder ist eine Folge mit Begleitung oder ohne Begleitung. Da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Also der Ladewagen ist schon wieder fast voll. Wir müssen auch gleich den Mähdrescher mal wegstellen. Einmal müssen wir dann noch, dann ist das Feld fertig und wir sind um 4000 Euro reicher, ne 3,9, also 4,5, vielleicht sogar 5000. Und es ist ja kein Hexenwerk, ne? Wir fahren hier hin, wir setzen mit dem Ladewagen zurück. Und laden aus. Ich glaube, der Preis geht gerade nach oben. Auch die Preise schwanken. Aber ich glaube, das war jetzt fast gleich geblieben. So, den Mähdrescher wollten wir wegstellen. Dann steht er uns nämlich im Weg und wir kommen hier nicht mehr durch. So, Nim ist auch aktiv. Nim spielt. Live ist voll da. Achso, hier haben wir. Ah, Moment. Jetzt haben wir Blödsinn gemacht. Blödsinn. Wir können hier nämlich noch kurz abladen. Guck mal gerade rüber, ob der lädt weiter ab. Das ist cool, wir fahren schon wieder irgendwo anders lang, aber unser Mähdrescher arbeitet noch. Oh, shit. Ich wollte eigentlich Sojabohnen da drüben anbauen. Aber ich glaube, spult mal zurück in Folge 1. Ich glaube, ich habe da Weizen angebaut. Sojabohnen bringen nämlich einfach viel mehr. Ja? Gibt mehr Ertrag, also mehr Gewinn, weil sie einfach teurer sind. Das wollte ich eigentlich anbauen. Fällt mir gerade so ein. Schief gelaufen. Passiert. Was soll man machen? Soll ich das Feld jetzt grubbern und einfach neu bestellen? Wie blöd bin ich denn?
so blöd auch wieder nicht. Also manchmal schon, aber nicht immer. So, Folgenlänge. Letztes Mal waren wir knapp über 30 Minuten. Ich will ein bisschen runter. 20 Minuten. 20 Minuten wäre 20, 25 maximal. Fände ich gut, wenn ich das hinkriege. Sonst wird es vielleicht auch für euch ein bisschen langweilig. Ich meine, habt jetzt lang genug Pause gehabt vor meiner grässlichen Stimme. So. So, dass ich euch jetzt ruhig wieder ein bisschen mehr nerven kann. Ich hoffe natürlich nicht. Ja. Ich hoffe, euch macht es Spaß zuzuschauen und es gefällt euch auch. So, raus damit. Anhänger für abstellen. 800 hat das nochmal gebracht, also sind wir bei 4700. Ne? 4800. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. So. Der hier darf jetzt das Feld grubbern. Und wir machen uns ans Verladen unserer Stämme. Los geht's. Gruppe die Gruppe. Okay. Säge nach oben. Ne, die müssen wir sogar absetzen. Fällt mir gerade ein. Das kommen wir nämlich nicht nah genug an den Dings da ran. An den Timber Runner. So, Steuerung hier, bei mir inzwischen alles per Maus. Am Anfang habe ich das auch mit der Tastatur noch gemacht. Aber wenn du damit eine Weile spielst, ist es über die Maus viel einfacher. Wenn du nicht gerade wieder den Anhänger rammst. Ein bisschen nervt ist das Fenster da oben. Das kann man auch irgendwie zumachen. Ich habe aber im Moment keine Ahnung wie. So, Räumchen Nummer 1. Nummer 2 folgt zugleich. Und hier macht sich dann halt unser Gewicht bemerkbar, was wir hinten dran haben. Spätestens sollen wir gleich die großen Bäume holen. Macht das Ganze nämlich Spaß. Gut, der ist ein bisschen. Da haben wir ein bisschen rangerannt. Egal. Und ich denke, spätestens jetzt sieht man, dass ich das wirklich schon ein bisschen geübt habe.
Erzähler, jetzt haben wir den riesen Standard drauf. Und unser Trecker kann trotzdem noch fahren. Und das geht nur mit einem entsprechenden Gewicht hinten dran. Und der ist trotzdem. Muss noch ein bisschen nach rechts. Gerade so drauf. Aber wir werden den hinten nochmal absägen. Ich mache die immer gleich hinten wieder in die Poltergabel rein. Jetzt muss ich die ja immer wieder vom Boden aufsammeln. Wäre ja doof. So, jetzt haben wir aus einem Stämmchen zwei Stämme rausgekriegt. Und der ist eigentlich auch nochmal viel zu lang. Den lassen wir aber so. Also wir müssen ja nicht das ganze Zeug mega klein machen. Spielt der mir jetzt keinen Streich? Jetzt sitzt er. So. Das mit dem Verladen klappt bei mir immer recht flott. Weil ich eben mit dem Handling recht gut klarkomme. Muss ich schon sagen. Ich denke, wenn ihr damit. Jetzt mache ich es gerade auch blöd, weil ich auf der falschen Seite bin. Wenn ihr damit eben deine Schwierigkeiten hast, dann brauchst du dafür lange. Aber so geht es recht flott. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Folge eine Ladung wegfahren können. Probier's jetzt mal von der anderen Seite. Eigentlich ist es ja gleich. Aber eigentlich auch gar nicht. Ich bin nämlich schon viel zu schnell gewesen. Ja? Und das Vorwärts-Rückwärts-Fahren ist auch übelst. Also wenn ich das nicht immer von meiner Seite aus mache, mit der ich das geübt habe, dann habe ich damit Probleme. So, Stämmchenfall. Hinter denn jetzt? Gut.
Also, den einen Stand da machen wir noch. Und dann war es das für heute. Und dann haben wir auch genug geschafft. Irgendwie, der will aber nicht so wie ich. So, jetzt ist wieder so ein Riesenteil. Passt der? Ja. So ist gut. So, einmal hinten noch abschnibbeln. Zumachen. Was hat er? Will nicht. Hallo. Nein, das ist der falsche. Jetzt haben wir den richtigen. Da hinten hängt noch Grünzeug dran. So. Grünzeug machen wir weg, dafür kriegen wir kein Geld. So. Also die erste Ladung ist drauf. Der hier war fertig. Der hier kuppert noch eine Weile, den lasse ich fertig kuppern. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, whatever. Und den rein. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.